Maigo warnen. Das weltweit bedeutendste Museum rund um Mittelerde findet sich nicht in England oder Neuseeland, sondern im schweizerischen Jenins, nur wenige Kilometer hinter der Vorarlberger Grenze. Die Hobbithöhle führt in das Reich von Bernd Kreisinger, der die wohl bedeutendste Sammlung von Tolkiens Werk sein eigen nennt und das Museum stiftete. Dieses Museum habe ich deshalb erschaffen, da es vorher keins gab. Und es gibt so viele Millionen von Fans weltweit zum Thema Mittelerde, ob es über die Bücher gewesen ist oder auch jetzt durch die Filme von Peter Jackson, dass die natürlich alle nach einem Museum absolut lechzen. Und genau diesen Mangel, den habe ich ausgefüllt, habe mich vor 9 Jahren dazu entschieden, es zu tun. Habe das Grundstück hier gekauft, habe mein Haus gebaut auf diesem Grundstück und dann eben auch das Museum untergebracht, das jetzt seit einem Jahr geöffnet ist, für eben die Besucher und die Freunde und Fans in Mittelerde. Wir befinden uns ja hier gerade in einer Hobbithöhle. Wie groß ist das Museum? Wie muss ich mir das vorstellen? Das Museum hat ungefähr so 300 Quadratmeter Fläche, die da benutzt werden. Entsprechend dauern auch die Führungen 3 bis 4 Stunden. Man wird sich also etwas Zeit nehmen. Man taucht allerdings, was nicht gewöhnlich ist für ein normales Museum, in die Welt von Tolkien ein. Das heißt, alle Räume sind so gestaltet, wie an den Orten, die von Tolkien so beschrieben worden sind. Man ist quasi 3-4 Stunden aus dem Alltag draußen und taucht in Mittelerde ein. Die Sammlung, die hier vorhanden ist, ist die mit Abstand größte und bedeutendste in der Welt zum Thema Mittelerde. Und sie umfasst 3.500 Bücher, über 600 Original Gemälde und Zeichnungen von ungefähr 80 verschiedenen Künstlern und zigtausende Sammlungsstücke. Die Sammlung ist so groß, dass sie selbst in dieses Museum, was 300 Quadratmeter Fläche hat, nicht mal die Hälfte reinpasst. Sodass wir aber die besten Stücke für die Besucher ausgewählt haben und schön ambientegerecht eben in unserem Museum darstellen. Doch auch, was es schlussendlich nicht in das Museum schaffte, kann sich sehen lassen. So besitzt er nicht nur eine Erstausgabe des Herrn der Ringe, sondern jede Auflage der englischen Erstausgabe. Auch vom Hobbit besitzt Kreisinger eine umfassende Sammlung. Und das nicht nur auf Englisch. Vielmehr finden sich auch Ausgaben in Sprachen wie Esperanto oder Latein. Sein neuester Zuwachs ist eine seltene kubanische Ausgabe des Hobbits. Von der Hobbithöhle führt der Weg jedoch direkt nach Moria, der Halle der Zwerge. Dort wird man direkt von einem Balrog in Originalgröße begrüßt. 2005 habe ich mich dazu entschieden, es zu verwirklichen, ein Museum zu bauen. Habe dafür ein Grundstück gekauft und habe mit Davide Martini, er ist sozusagen mein Erstkontakt von meinem Team gewesen aus Italien, der sich mehr für die Kunst sozusagen von Mittelerde interessiert, haben das Grundstück abgegangen und haben gesagt, wo könnte denn ungefähr das Museum hingestellt werden. Und dann muss man natürlich auch die Form, das Modell entwickeln auf dem Schreibtisch, so 1,50 Meter mal 50 Zentimeter, dann sagen, okay, jetzt machen wir mal den Kasten und jetzt machen wir mal Innenplanung, was könnten wir für Räume darstellen. Und so hat es quasi mit dem Modell angefangen und dann haben wir in 2008 eben angefangen zu bauen. Wir haben hier einen riesigen Balrog, einen gewaltigen Höhlentroll. Woher stammen die? Ja, die Figuren, die Großfiguren, überhaupt die ganze Dekoration im Museum selber hat Ivan Cavini fabriziert. Er ist ein Künstler aus Norditalien, aus einer Künstlerfamilie. Er kann sehr viele Sachen darstellen, also er kann auch malen, er ist mit dem Computer gut unterwegs, Photoshop und so was in der Richtung. Also er kann unwahrscheinlich viel, unter anderem auch große Figuren bauen, die wir quasi beim Balrog oder beim Höhlentroll schon gesehen haben. Und das ganze Museum hat noch ein paar mehr Großfiguren zu bieten. Und er hat 3 Jahre hier quasi im Innenausbau mitgearbeitet. Und er hat auch Familie und Kinder in Norditalien. War ganz schön stressig, immer das Hin- und Herfahren. Also es war auch für ihn auch eine spannende 3-jährige Zeit, die er hier abgeliefert hat. Ja. Wie lange haben Sie insgesamt an dem ganzen Museum gearbeitet? Insgesamt sind es 5 Jahre. Also vom ersten Spatenstich bis zur Eröffnungsfeier waren es, kann man sagen, gut 5 Jahre, 5,5 Jahre, die wir gebraucht haben, bis das Ganze fertig war für die Besucher. Doch das Museum zeigt auch zahlreiche Bilder. Und zwar nicht als Kopien, sondern im Original. Ja, wir zeigen im Museum selber 208 originale Zeichnungen oder überwiegend Gemälde von ungefähr 50 Künstlern. Das sind wichtige Gemälde, die wir hier ausstellen. Das heißt also, die irgendwo auch veröffentlicht worden sind, sei es in Büchern selber als Illustrationen oder in Kalendern oder in Spielen, wo auch immer, wo man schon mal als Fan diese Illustrationen herkennt. Ja, und
Kunterbunt halt, das ist das Schöne daran. Man sieht verschiedene Stilrichtungen von den Künstlern natürlich. Die einen malen in Öl, Aquarell oder zeichnen mit dem Bleistift, Wasserfarbe, alles, was ich vorstellen kann. Und das ist eben das Spannende, auch was man in der Collage da zum Beispiel sieht für das Kartenspiel. Unwahrscheinlich verschiedene Techniken und Stilrichtungen, die Künstler auch irgendwo einsetzen. Das Spektrum von den Bildern umfasst ungefähr 50 Jahre. Und der Großteil, das heißt also weit über 95% der Bilder sind vor Peter Jackson seinen Filmen. Daher kann der Besucher hier sehen, wie eben die Künstler selbst Mittelerde gesehen haben mit den ganzen Orten, Personen, unbeeindruckt, sage ich mal, von irgendwelchen Hollywood-Filmen. Wir haben hier ja, die bedeutendsten Künstler, die man gerade so auch schon von den 70er Jahren hier kennt, von den 60er. Das heißt, wir kommen später in Gondor, da haben wir in Minas Tirith die Werke von Cor Bloch. Das war ein Künstler, den Tolkien sogar gemocht hat. Er hat zwei Bilder von ihm gekauft und das dritte geschenkt bekommen. Cor Bloch hat die Taschenbuchausgabe in den Niederlanden, in der Bahn van der Ring, hat er illustriert. Sie sagen, das Mittelerde-Museum gehört eigentlich in die Schweiz. Warum dann? Ja, das ist eigentlich sehr schnell erklärt. Und zwar 1911 war Tolkien mit einer Gruppe von Jugendlichen, etwa genau genommen 13 Personen und einem Schweizer Bergführer, von Interlaken ins Wallis gewandert, 10 Tage lang. Und die Schweizer Bergwelt hat ihn sehr inspiriert, so sehr, dass er dann die Gute-Nacht-Geschichte für seine 3 Söhne in England dann daraus konzipiert hat. Die Assistentin Ellen Griffiths an seinem Lehrstuhl in Oxford, wo er Mittel- und Altenglisch quasi als Professor vorgestanden und unterrichtet hat, die hat die Geschichte in die Hand bekommen, das Manuskript, und gesagt, das ist eine super Geschichte, die soll er doch zu Ende schreiben und das Buch als Kinderbuch herausbringen, was er gar nicht so toll fand, weil er ja wissenschaftliche Arbeiten nochmal veröffentlicht hat. Und deshalb, da diese Frau sich durchgesetzt hat, hat gesagt, du musst das Buch machen, kam der Hobbit raus. Und durch den Hobbit, weil das sehr erfolgreich war, hat er danach den Herr der Ringe geschrieben. Wir können aber ganz klar sagen, wenn er nicht in der Schweiz gewesen wäre, als 19-Jähriger, gäbe es gar keinen Hobbit und somit auch keinen Herr der Ringe und keine Peter Jackson-Filme. Sie haben auch eine Vielzahl signierter Werke hier. Einige sind auch ausgestellt. Was gibt es zu denen zu erzählen? Ja, wir haben ja mit 3.500 Büchern eine sehr umfassende Sammlung von Büchern von Tolkien, über Tolkien, englischen Ausgaben. Und natürlich ist hier der Schatz der Schätze unserer Sammlung. Es sind die Ausgaben von Tolkien, die er signiert und gewidmet hat, wichtigen Personen. Er hat so und so nur Familienmitgliedern und Freunden signiert. Er hat keine Autogrammstunden gegeben. Deshalb gibt es so wenig signierte Bücher von Tolkien. Und die Sammlung von uns umfasst 25 signierte Bücher. Und dabei ist natürlich, wie hier jetzt gerade auch in der Vitrine, ein ganz spezielles Buch, gerade natürlich das von Ellen Griffiths, die natürlich dafür gesorgt hat, dass der Hobbit das Licht der Welt erblickt hatte. Und es ist der Hompen, die erste Übersetzung des Hobbit ins Schwedische 1947. Sie nannten ihn Bimbo, den Hompen, und darüber war Tolkien unwahrscheinlich unglücklich gewesen. Und bei der zweiten Ausgabe in Schwedisch mussten sie es auf Bilbo, den Hobbit, dann wieder abändern. Entschuldigten sich auch im Vorwort, dass sie ihn zuerst Bimbo nannten. Sie haben noch eine beeindruckende Sammlung von Figuren. Manche davon sieht man doppelt. An was liegt das? Ja, wir haben die größte Sammlung zum Thema White Veta Sideshow Collectibles. Das sind also die Sammlungsstücke zu den Filmen von Peter Jackson, von Hobbit und Herr der Ringe. Und wenn wir hier Sachen sehen, die doppelt erscheinen, dann sind sie nicht doppelt, denn eins davon ist das Unikat, quasi das, was der Künstler hergestellt hat, das für die Sammler dann, wie man hier bei Aragorn sehen, rechts ein Prototyp, quasi für die Sammlung der Sammelliebhaber quasi dann produziert wurde. Viele Ausstellungsstücke sind signiert. Wie kommen Sie zu diesen Signaturen? Ja, wenn etwas drauf signiert ist, dann ist es in der Regel schon vom Schauspieler. Da ich in der Vergangenheit immer wieder Schauspieler getroffen habe, habe ich die dann auch gebeten, diese Sachen zu signieren. Oder ich habe signierte Sachen von authentisierten Bereichen bekommen, zum Beispiel den Gollum-Kopf, das Unikat quasi, das der Künstler hergestellt hat, das von Andy Serkis signiert ist. Das habe ich offiziell quasi von Veta bekommen. Wenn ich nun das Museum besuchen will, wie funktioniert das? Ganz einfach. Man geht bei uns auf die Homepage, auf www.greisinger.museum, und dort gibt es die Seite, wo man eben Tickets erwerben kann. Denn ohne Führung kann man nicht das Museum besuchen. Eine Führung dauert, wie gesagt, 3-4 Stunden. Und der Personenkreis sind meistens so Gruppen 10 bis 14 Personen, die gemeinsam dann eben die Mittelerde-Welt hier erleben. Und nebenbei kann ich noch erwähnen, dass wir noch einen Verein vor 3 Monaten gegründet haben.
die quasi jetzt hier ihr Vereinsheim nutzen, die Freunde, also 55 Mitglieder, die wir schon haben, die sich natürlich um Tolkiens Welt kümmern, da etwas erleben wollen. Zweimal im Monat treffen wir uns hier, zum Beispiel auch um elbische Sprachen zu studieren, aber auch Vorträge über Tom Bombadil oder andere Sachen, die man so vielleicht bei Peter Jackson in Filmen nicht so kennengelernt hat, weil er sie weggelassen hatte. Das heißt also, das, was die Freunde interessiert, kann man hier in Ruhe bequatschen, so in 3 Stunden an einem Abend oder 4 Stunden, bevor man sich dann wieder auflöst. Ne? Und den Verein haben wir natürlich auch noch, dann, weil wir in der Schweiz sind, auch für Tessin in Italienisch und in der Westschweiz in Französisch noch aufgelegt. Also es ist wirklich, der Verein ist schweizweit aufgestellt, aber hier ist halt die Zentrale in Jennins. Und da findet man auch das Ganze im Internet, wo man sich anmelden kann, auch wenn man kein Schweizer ist oder nicht in der Schweiz lebt. Wir haben auch mehrere Mitglieder, die in Italien, Niederlande oder was weiß ich, wo ihren Wohnsitz haben, oder Deutschland. Serin Endor heißt der Name, es heißt natürlich auf Sindarin Freunde Mittelerdes.